Hallo, willkommen bei Schmuckefotz. In der heutigen Folge habe ich für euch drei der Aufstriche von dieser limitierten Milchmäuse-Edition von Aldi. Schauen wir uns die mal an. Also alles drei sind Duo-Cremes mit einer Kakaocreme und der jeweiligen, dem jeweiligen Pendant dazu. Einmal hier mit Karamell, in der Mitte mit Haselnuss und zu meiner Linken mit Erdbeerstückchen. Ich fange einfach mal an hier mit der mit Karamell. Riecht halt nach einem billigen Karamell, sag ich mal. Also nach so einem, das erinnert mich immer an diese günstigen Toffees, die man sich kaufen kann. Naja, ach ja, Fett riecht man auch ordentlich. Also man merkt irgendwie ein bisschen Gehalt da drin. Cheers. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Caramac von Nestle, diesen komischen Riegel. Und sonst sehr fettig, aber überhaupt nicht, also kein intensiver Geschmack oder so. Ziemlich schade, ziemlich irgendwie hängen geblieben oder wie. Da fehlt irgendwas. Wasser. Der Start hat mir schon mal nicht gefallen. Das war nicht wirklich lecker, viel zu fettig und irgendwie der Karamellgeschmack viel zu wenig. Weiß ich auch nicht, obwohl da eine mager Kakaocreme bei ist. Also mager ist da auch der Geschmack. Hier habe ich jetzt die Haselnusscreme oder mit der Haselnusscreme. Cheers. Schmeckt so wie ein bisschen dieses günstige Nusetti. Also das, was vom Aldi da, ich glaube, das heißt Nusetti. Und da sind jetzt noch Haselnussstückchen bei. Also haut mich auch nicht vom Hocker. Die Konsistenz ist gleich wie die andere. Hat aber auch kein Palmöl. Liegt vielleicht daran, ich weiß nicht genau. Aber ist nicht so, finde ich nicht lecker. Haselnuss ist nicht intensiv genug, ist relativ süß. Und ja, sehr fettig. Zu guter Letzt habe ich dann hier die mit den Erdbeerstückchen, wo ich den Löffel einfach überladen habe. Aber halb so wild. Cheers. War viel zu viel, hör mal. Oh ne. Die kommt am nächsten ran. Wahrscheinlich einfach nur, weil in beiden eben diese gefriergetrockneten Erdbeeren drin sind. Und das jetzt am meisten raussticht. Also das auf jeden Fall. Boah, aber ich brauche erstmal Wasser. Okay. Also kurz und schmerzlos. Die Creme mit Haselnuss und Karamell kann ich getrost vergessen. Das ist nichts für mich. Die mit Erdbeeren fand ich schon, ja, fand ich gar nicht mal so schlecht. Hat schon eine Ähnlichkeit gehabt zu diesem ganzen, zu diesen Milchmäusen, sag ich mal. Auf jeden Fall kriegt die von mir ja, gut gemeinte 6 Punkte. Die hat wohl den Geschmack am besten getroffen. Aber overall finde ich, das ist kein geiler Brotaufstrich. Dann die beiden, ja, die schenken sich nicht viel. Der hier kriegt von mir 5 Punkte, ganz nett gemeint. Aber diese Karamellcreme, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr die mal probiert habt. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. 3 Punkte. Also finde ich, ist ein echter Reinfall. Da bringt auch das Rainforest-Logo drauf nichts. Schmeckt einfach grauselig. Habt ihr eine der Sorten mal erwischen können? Also als ich das eingekauft hatte, da gab es nur noch 5 Artikel gefühlt. Also der Laden war komplett leergefegt von diesen ganzen limitierten Artikeln. Und ich habe zum Glück noch diese 3 erwischt. Aber ja, hätte ich auch ruhig verpassen können. Auf jeden Fall, das war meine heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like, ein Abo und irgendwie einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns bis bald bei Schmuckefotz. In der heutigen Folge habe ich für euch die limitierten Aufstriche von der Firma hier. Hallo, willkommen bei Schmuckefotz. In der heutigen Folge Schmuckefotz. Ja, in den Sorten Erdbeeren, Karamell und Haselnuss.
schauen wir uns die mal an. Nochmal neu. In der heutigen Folge habe ich für euch die drei limitierten Brotaufstriche vom Aldi. Oh, das war echt nicht lecker. Das ist nicht so gut.